Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Der Safe State ist die gleiche Speicherzeit. Sehr schön. Passt also. Das ist sehr gut. Gucken wir mal. Aufnahme. Bla bla bla. Sehr schön. So. Und dann laden wir auch gleich rein. Und los geht's. Sind ja noch nicht ganz fertig. Damit hier zu gewinnen oder auch zu verlieren. Das kann noch so oder so ausgehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So. Da haben wir noch ein Level Up. Märtyrer. Okay. Bereit für das Kommando. Wo sind die denn? Die waren im Nebel. Erstmal muss ich hier wieder drehen. Wie war denn das nochmal? Ah, so, genau. Wir sind bereit. So, hier kommen die Konstruktionskreuzer. Und dann bauen wir hier mal in der Sonne, in der Mirsam. Bauen wir dann mal. So, die springen zurück. Da war ich ja noch so ein bisschen am Aufbauen. Bereit für das Kommando. Ne? Mach ich auch schon wieder so her, ewig ihr Fliegeraffe. So. Ja, cool. Da kommen noch ein paar. Nice. Vorhang auf für meine neuen Schmuckstücke. Okay, irgendwer wird das egal. Ich glaube, da unten ist ganz gut, wenn ich das mache. Wie, der greift jetzt aber nicht an, oder, der Idiot? Nee, okay. Ihre Befehle, Kommandant? Schwerer Kreuzer. Ihre Befehle, Kommandant? Na gut. Die gehen dorthin und dann bauen wir dort überall. Reparatur gefällig? Nee. Wer braucht Luftunterstützung? Gerade nicht. Hier habe ich ja die Bauplattformen, ne? Ja, genau. Ach, hier fehlen noch die nicht die Konstruktionsbuchten. Die strukturelle Integrität wollte ich hier noch bauen, genau. Weil hier könnte ich bauen, wenn ich wollen würde. Sehr schön. Ah, der greift hier so ein bisschen an. Aber das ist noch vertretbar. Da kommen sie schon wieder. Wir sind bereit! Ah ne, ich wollte ja warten. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen, ne? So, die müssen einmal drumherum fliegen. Boah, wie groß so ein Stern ist. Ein bisschen verpixelt ist der Stern, aber groß. Okay, zoom mal wieder raus. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Hört mal her, ihr Fliegeraffe. Die gehen dahin. Und dann wollte ich mal gucken, was mir noch fehlt. Dann sehen wir weiter. Ich werde da eh gleich wieder angreifen hier in den Nebel. Das sehe ich jetzt schon. Ah, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte reparieren. Ja, genau. Ihre Befehle, Kommandant? So. Ich wollte reparieren. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ihr Freund und Helfer. Ich werde nicht versagen. Naja. Wird schon irgendwie passen. Die werden es reparieren und gut ist. Wichtig ist jetzt, dass ich mich hier... Genau. So, der baut dort. Der baut ein dort. Von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Jetzt schauen wir mal, wie wir das am besten machen können. Der baut dort. Und der baut dort. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Den Rest bauen wir dann drumrum. Aber das müsste dann eigentlich schon ganz gut gehen. So, die sind hier auf dem Weg. Was kann man hier noch bauen? Bomberfregatte, noch ein paar Raketenfregatten, noch ein paar schwere Kreuzer, Torpedo, leichter Träger, Robotkreuzer, Kommandokreuzer, schwerer Kreuzer. So. Gut, und den Rest brauchen wir alles Geld, ne? Mit Geld. Wer gewinnt denn dieses Battle? Ich glaube, er gewinnt das Battle mit der Loyalität. Das gefällt mir jetzt nicht.
Der Markt für Kristall floriert. Oh oh. Weiß, ob das so gut ist. So. Der nicht. Das heißt, die bauen und die nicht. Glaube ich. Von den Abständen her könnte es passen. Es ist nicht perfekt, aber das ist hier in dem Spiel auch ein bisschen schwierig. Ihr Freund und Helfer. So. Nachdem die alle repariert sind, können wir ja wieder springen, ne? Alle Geschütze bereit. Das passt. So. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wo? Was wollen Sie wissen? Hä? LOL. Ach, das ist das Fregatten-Dingsbums. Ja, okay. Kann ich hier wirklich so viele Sternbasen bauen? Tatsache. Wie geil! Ja, ein Traum wird wahr. So. Viel Spaß. Wusste ich nicht, dass der Stern... Ah, da war gerade eine Nova. Dass der Stern so nützlich sein würde, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Da kann er sich schön die Zähne ausbeißen dann. Weil hier kommt er nicht hin, weil hier mein Planet ist. Und hier auch nicht. Das heißt, der Stern ist eigentlich perfekt. Perfekt für mich geeignet. Wir sind bereit. Supi. So, es wird saumäßig kalt bei mir im Zimmer. Grund hierfür ist ein geöffnetes Fenster, wo draußen fast schon Minusgrade herrschen. Ja, nicht ganz Minus, aber es ist kalt. Und bevor mir hier die Nippel zufrieren, mache ich dann lieber zu. Ne? So schaut's aus. So, wir springen. Wir sind auch so auf dem Weg. Flotte. Und viel Spaß. Der kann sich gleich wieder verzupfeln hier. Ihre Befehle, Kommandant? Wir sind bereit. Ja. Ihr Freund und Helfer. Das schafft er doch nie. Wir sind bereit! Ziele in Sicht! So. Alle Stück für Stück. Und der Rest nach eigenem Ermessen. So. Guten Tag, Commander. Vorpreschen! Folgen Sie mir! Vorpreschen! Ein guter Plan! Naja, ob das so ein guter Plan ist. Da ging es gegen Ende doch noch einiges schief. Ihre Befehle, Kommandant? Ja. Ihr Freund und Helfer. Aber das sind alle Fähigkeiten sind draußen. Da hat jemand wieder ein Level-Up bekommen. Ich weiß nicht, wie gut die Waffenruhe ist. Ich probiere es einfach mal. Es wundert mich, dass der wirklich angreift. Ihre Befehle, Kommandant? Die Frage ist, gewinne ich oder nicht? Das kann ich gerade nur ganz schlecht abschätzen. Na, ich weiß, aber... Ich müsste stärker sein, aber ich bin mir da nicht sicher. Bauwerk komplett. Airwing zur Verfügung. So. Was jetzt, Commander? Wenn ich jetzt die ganze Flotte verliere, habe ich natürlich ein Problem, ne? Die Transportkreuzer müssen halt irgendwie weg. Ich weiß nicht, ob ich das gewinne oder verliere. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe da keine Erfahrung. Wir sind bereit. Ich werde nicht angegriffen. Das ist schon mal nützlich. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Ah, schaut's mal her. Ich darf bloß 5 Stück haben. Mehr geht nicht. Schade. Keine 8. Keine 8 Stück. Na gut.
Ihr Freund und Helfer. Bereit. Knifflig, aber ich habe einen Titan. Der hat noch Schilde. Das müsste doch passen, oder? Oder sehe ich das gerade falsch? Der hat viele Aggressoren. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja, ist egal da oben. Das stört nun wirklich nicht. Vorhang auf für meine neuen Schmuckstücke. Schade, dass die nicht mehr bauen können. Aber geht nicht. Geht nicht mehr. Ihr Freund und Helfer. Es sieht irgendwie nicht so gut aus, habe ich das Gefühl. Die Titanen sind ausgefallen. Komsagt hat Feinde im Anflug erfasst. Ich glaube, ich springe jetzt doch mal lieber zurück. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das im Gewinn bin oder nicht. Truppen sind eingetroffen. Transportkreuzer hat ja sehr viele. Aber da habe ich eine gute Klatsche bekommen. Naja, mal schauen. Ist ja noch. Ist ja alles noch lange nicht verloren. Nur das schaut hier böse aus, ne? Wenn der jetzt hier angreift. Nicht nett. Wer braucht Luftunterstützung? Nicht ausgezeichneter Plan. Wer braucht Luftunterstützung? Wir sind bereit! Naja, darauf haben die nur gewartet. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Was jetzt, Commander? Springt's einfach. Einfach springen. Na, jetzt wird's ja doch nochmal richtig spannend, ne? Phasensprung auf mein Signal. Ob ich das noch gewinne? Mein Signal. Phasensprung auf mein Signal. Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Ja, das ist das Problem. Berechne Sprungkoordinaten. Phasensprung auf mein Signal. Ich hätte bleiben können, aber ich glaube, das hätte ich verloren. Ich weiß nicht. Das ist nicht so, auf mein Signal. Nicht so gut gelaufen. An alle, vorbereiten zum Phasensprung. Phasensprung abgeschlossen. Na gut, muss ich jetzt mal sehen, wie das in Zukunft so ausschaut. Die parke ich erstmal dort. Gut, wenn der auch noch angreift, habe ich natürlich ein Problem, ne? Muss man mal sehen, wie das jetzt wird, ich weiß es nicht. Aber die Sternbasis müsste das gut genug durchhalten. Planet wird ein bisschen bombardiert, aber das ist... Ich sehe gerade hier ein ganz großes Problem, meine Loyalität geht ganz böse in den Keller. Unsere Flotte wird angegriffen. Phasensprung auf mein Signal. Ja. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Das ist ein Riesenproblem mit der Loyalität. Ich verliere diesen Planeten, wenn das so weitergeht. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ah, das schaut ziemlich böse aus, muss ich sagen. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich bin bereit. Läuft. Berechne Sprungkoordinaten. Ja, die haben das schon ziemlich gut gemacht, also... Feindliche Truppen sind eingetroffen. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Unser Planet wird belagert. Phasensprung auf mein Signal. Da kommt noch ein Titan. Wo kommt denn der Unsere her? Oh. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das ist jetzt natürlich sehr böse. Mal sehen, ob ich das verteidigen kann. Wenn, dann wäre es super. Aber die Loyalität macht mir echt zu schaffen. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Bereit für die vorderste Front. Jetzt verteidigen wir hier erstmal. Na gut, die Schiffsbauzeit geht runter. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Beziehungsbonus, naja. Erwing zur Verfügung. Bündnisse. Na.
Was jetzt, weiß Commander? Nicht. Muss man mal sehen. Na, ob die Sternbasis das durchhält, das ist die Frage. Hier schaut's auch sehr wild aus. Haben sie eine Sternbasis schon geknackt? Sieht fast so aus, ne? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ja, eine Sternbasis haben sie tatsächlich schon geknackt. Was soll zerstört werden? Ist ja abartig. Was soll zerstört werden? Na gut, jetzt gucken wir mal. Höre laut und deutlich. Ob ich hier noch was retten kann oder ob das Spiel jetzt innerhalb von einer Minute verloren ist. Das kann schon passieren, ne? Hört mal her, ihr Fliegerasse. Einfach mal verloren. Na, die Basis hält nicht mehr allzu lange durch. Unsere Flotte wird angegriffen. Achtung! Airwing zur Verfügung. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ausgezeichneter Plan. So. Wer braucht Luftunterstützung? Schauen wir mal. Airwing zur Verfügung. Aber hier, das müsste ich doch jetzt gewinnen. Oder? Töten die alle meine Kreuzer? Das wäre böse, weil die waren teuer. So, die Sternbasis macht's nimmer lang. Der Titan hält hier schön durch. Ist aber auch ein sehr guter Titan mit Stufe 7. Ihre Befehle, Kommandant? Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier groß machen soll, muss ich ehrlich gestehen. Das schaut ziemlich böse aus. Kommunikationskanal offen. Aber vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Wer weiß. Höre laut und deutlich. Könnte noch funktionieren. Freund und Helfer. Ihre Befehle, Kommandant? Airwing zur Verfügung. Ja, Commander. So gut wie erledigt. Nur ob es das wirklich wird, das ist die Frage. Passt es? Eine Sternbasis haben sie gekillt. Die zweite folgt als nächstes. Die Loyalität. Muss man mal gucken. Vertrauen Sie meinem Kommando. Aber das hier haben wir jetzt verteidigt. Wir sind bereit. Ich werde nicht versagen. Bomberstaffel meldet Bereitschaft. So, zweite Sternbasis wieder aufbauen. Vielleicht bauen wir sie doch direkt nebeneinander. Von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Weiß nicht, ob das besser ist, aber könnte. Könnte besser sein. Was jetzt, Commander? Wer braucht Luftunterstützung? Nicht ausreichende Metalle. Naja, dann kaufen wir halt noch ein bisschen nach. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ja. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Befehle, Kommandant? Getreu unserem Ziel. Ob und wie das was wird. Phasensprung abgeschlossen. Muss man gucken. Ist nicht einfach. Ist definitiv nicht einfach. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde. Jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken hier. Okay. Wurde entdeckt. Zeit ist knapp. Schaut böse aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es schaut böse aus. Phasensprung auf mein Signal. Gut, wenn sie die Sternbasen vernichten, dann ist das zwar doof, aber nicht super schlimm. Ich kann damit umgehen. Auf mein Signal. Geht die Loyalität hier bitte wieder hoch? Energie auf den Phasenantrieb. 55, ja, ich glaube, die geht wieder hoch. Phasensprung auf mein Signal. Sehr schön. Unsere Flotte wird angegriffen. Ja. Energie auf den Raumsprungantrieb. Okay. Geld braucht halt. Den müssen wir jetzt hier noch verteidigen, den Planeten irgendwie. Wie auch immer wir das anstellen sollen. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Wir sind bereit! Feindliche Truppen sind eingetroffen. So.
Und dann schauen wir mal, ob wir den Titan weghauen können. Ich glaub's nicht, aber ich probier's einfach. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht. So, Loyalität geht wieder hoch, das ist sehr wichtig. Ich brauche mehr Geld. Ich hab noch eine Reparaturwerft. Okay. Kein Geld mehr. Naja, das wird aber demnächst, ne? Ja, sollte. Ihr Freund und Helfer! Ihre Befehle, Kommandant? So. Wir sind bereit! Jetzt schauen wir mal, ob hier noch was wird. Er versucht zu fliehen, das ist in Ordnung. Wir greifen an! Höre laut und deutlich! Schlag die Eindringlinge zurück! Er darf ja fliehen, so, der macht jetzt hier wieder sein Dings auf. Habe ich noch die zwei Konstruktionskreuzer? Ja, dann gehen wir hier wieder hin, bauen das zurück. Hört mal her, ihr Fliegerasse! Das war jetzt dann doch relativ knifflig. Aber wir haben es überstanden. Also noch sind wir nicht tot. Und jetzt, wo er sich zurückzieht, mache ich hier... Das war knifflig. Das war wirklich knifflig. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.